dass ich das nochmal von vorne zocken möchte. Es ist halt doof. Ist bei Sekiro genau das gleiche gewesen. Erstmal losgezockt, erstmal egal. Lesen wir nicht die ganzen Tutorials und so. Lass mich zocken. Muss mir das mal echt abgewöhnen. Weil ich Erfahrung habe mit solchen Spielen oder sag mal mittelmäßige Erfahrung mit solchen Spielen, dass ich dann da so durchrenne. Ja, eigentlich nicht sein. Apropos, neue Verkleidung. Wir können ja eigentlich mal. Okay. Deine Maske. Finde ich auch nice, ne? Hübsch. Mausmaske. Die Überlebende deckt. Die stinkt nach Abwasser und Angst. Er war ja ein bisschen verängstigt, ne? Die Maske des Esels ist aber irgendwie noch am geilsten. Parademeistermaske, aber ich bleibe bei der Brille. Und dann haben wir noch sein Outfit. Eigentlich ganz schick. Aber ich denke mal, ich bleibe bei Vininis Anzug. Na, wo ist die zweite? Guck mal, da brauche ich jetzt nur noch zwei Schläge. Dann sind die Gemüsesuppe. Na, hat hier überlebt. Aber Fuchs und Katze, war das nicht, hat Vinini nicht von den Stalkern geredet und eigentlich hier Unterstützung leisten oder nicht geben sollten? Warte mal, nein, 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 warte mal. Nochmal zu Fuchs und Katze zurück. Ich kenne ja eigentlich nur die Disney-Geschichte von Pinocchio und es gibt ja auch nicht nur die Disney-Märchen, es gibt ja auch die geschriebenen Bücher. Die sollen ja ein bisschen. Ach, den mache ich jetzt mal fertig, sonst ärgert er mich gleich. Und die sollen ja nicht so nett sein. Also auch dunkle Geschichten von den Disney-Filmen. Muss mich da mal mit befassen. Vielleicht, kann ich mir ein Hörspiel dazu anhören. Ah, stimmt. Hier ist die Dreifaltigkeiten-Tür. Frage des Tages. Dieser Fabrikarbeiter. Niemals gedacht, wie eine Brücke zerstört. Freischaft 1. Du, der die Tür geöffnet hast, der 1 mit dem Großen. Das ist Buch, ne? Was hat das auf sich? Und unsere Belohnung ist ein Quarz und ein Blaublutfrack. Der ist ganz hübsch. Das ist eigentlich die Kleidung, die er auf dem Cover anhat. Total hübsch. Finde ich auch eigentlich ganz cool, dass die Verkleidung hier weniger dafür da sind, Statuswerte zu bringen. Das wollte ich nicht. Ich wollte aus irgendeinem Grund eine Rolle machen, aber mich da beide gedrückt. Hier waren wir schon.
Na komm. Jetzt. Au. Dafür, dass ihr nur so halbe Portion seid, ne? Rest hier ganz schön viel Energie. Schweine. Der hat sich wahrscheinlich hier retten wollen. Wahrscheinlich hier runtergerutscht. Weiß, was hier auf ihn gewartet hat. Nicht geil. Was wartet denn hier? Ein Sägeblatt. Nichts weiter, keine Schätze, keine versteckten Gegenstände. Wenn du auf dem Boden liegst, hast du keine Chance, der matscht dich so mit der Schaufel auseinander. Was ein Hund, ey. Na gut. Die Schaufelroboter, die sind noch... Oder Schaufelpuppen, obwohl das ja eher mich maschinell aussieht. Das sind halt Puppen, tatsächlich. Alles Puppen. So wie ich auch eine bin. Aber es wurde noch nie gesagt, dass es halt Pinocchio ist. Das heißt Lies of P. P könnte ja auch für das P-Organ stehen. Ja, mal gucken, wenn wir in der... Geschichte weiterkommen. Wir da noch irgendwie Antworten drauf erhalten. Guck mal, da kommen sie. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Da kommt. Richtig eklig garstige Wesen, ey. Au. Du Blechkamerad. Hier mit der Hand gemacht hat. Weggebritzelt. Kollege. So. Man hört es eventuell schon. Da läuft was ab. Und beim ersten Playthrough habe ich die Puppe der Zukunft in diesem Matschfeld fertig gemacht.
Jetzt ist das abgelaufen, jetzt kann man die so bekämpfen. Jetzt kommen die hier echt hinter mir her. Gut, komm, nehmen wir das gratis Ergo mit. Ein scharfes Rohr. Dann einmal zum Hotel zurück, kurz aufleveln, dann wieder zu hier, zur Gruppe der Zukunft zurückkehren, die fertig machen und dann eventuell nochmal aufleveln und dann können wir uns Richtung Boss begeben. Und dann bin ich mal gespannt, wie oft ich da auf den Pelz kriege. Also wir... Use your power. So, wie viel Level? Oh, tatsächlich 2 Stück. Geschlossenheit, ne? Nee, Entschlossenheit. Passt schon. Und ja, ein bisschen... Oh, den Quarz einsetzen. Habe ich ja einen Quarz. Ich finde diese Tell-Location ein... Und sich das mal so... der Zunge zergehen lässt. Ich sag ja, wie muss das sein, oder wie muss das gewesen sein, als das alles noch normal war? Form ändern? Welche Form auf dem Gerät? Biogon aktivieren. Und wir sind doch noch in Phase 1. Was möchte ich denn? Ketten ausweichen, ne? Ketten ausweichen. Was machen wir denn rein? Laden habe ich, das habe ich schon. Tödlicher Angriff. Wert den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Abelkünsteangriff. Fältigen Dauer. Oder Regeneration wiederherstellen, aufwerten, verbessert die Blockregeneration wiederherstellung, wenn Feinde angegriffen. Okay, Pulszellen, Schaden bei Entladung, Schaden beim Ausweichen verringern. Eigentlich nicht schlecht. Geht eine gewisse Menge Legionen, wenn der Feind eliminiert wird. Ja, ist nicht schlecht, wenn man viel mit den Legionswaffen benutzt. Ladung Block. Okay. Oh ja, das machen wir. Das machen wir als erstes. Schön erhöht durch die Eliminierung von Feinden erhalte Menge Ergo. Sehr schön. Hallo Vater. Ich bin dran, ich guck das mit Venini bald hin. Wir haben ihn fast gerettet. Was ich hier eigentlich ganz cool finde, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, finde das ganz cool, dass diese Geschichte hier schlüssig ist. Also in Dark Souls und in Elden Ring und so, ich glaube, in Elden Ring ist es dann doch ein bisschen besser, einfacher. Aber ich habe das Gefühl... Warte, falsch. Ich wollte gar nicht zu dem Stargazer. Ich wollte doch die Gruppe der Zukunft... markieren. Ich finde das ein bisschen flüssiger. Oh, du hast hier deine Geschichte, ne? Und sonst musstest du dir die ganzen Item-Beschreibungen durchlesen. Die Lore steckt auch da drin, ne? Ich wünsche mir noch mehr so eine Spiele von den Machern. Die ist ja quasi eine Liebeserklärung an die FromSoft-Entwickler. Ja.
steckt ja von jedem From Software Spiel ein Stückchen drinnen. Das ist gut. Ja, der Arm hier ist Anlehnung an Sekiro. Ja, jetzt können wir die ohne Dingsschaden besiegen. Ich möchte, glaube ich, nochmal zum Stargazer, um mich aufzuheilen. Ich möchte damit voller Pulsladung Energie reingehen. Rotkäppchen als Souls. Als Souls-like Game. Oder Toy Story. Oder was noch geht. Keine Ahnung. So, jetzt wo das Wasser weg ist, gar kein Problem. Oder die Jauche. So, Puppe der Zukunft. Lass uns kämpfen. Säure gemacht. Das ist viel angenehmer. Gefallener Gegner. Voll cool. Klinge einer Booster-Glee. Wie jetzt hier alles? Ja, ne? Dann einmal zurück zum Hotel. Aufleveln. Und die Booster-Glefe gleich aufleveln. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Waffe. Weiß noch nicht, ob ich die an mein Schwert mache. Ja, ich habe ja die Klinge, die ich jetzt drauf habe. Ach, da hinten. Da hinten ist so viel. An der Treppe hat sich. I'll use my power to help you. Versteckt. So, mehr Ausdauer, mehr Lebensenergie und einmal maximale Ladung. Nee, schade, geht nicht. Fürs nächste Level brauchen wir 2315 Ergo. Haben wir noch ein bisschen was über für die Booster-Glefe. Können wir eigentlich mal ausrüsten. Ja, ausrüsten. So, ne, die Booster-Glefe hat... Da steht's, 130 plus 22, weil wir auf Technik... Und Entschlossenheit. Na gut, wir sind ja im Technik. Die ist trotzdem noch ein bisschen stärker. Aber die ist halt nicht aufgewertet, das Ding, ne? Wenn ich die jetzt benutze. Ist eine coole Waffe. Man hört die ganzen Federn. Pinocchio-Körper. I know my way around a weapon. So, und wenn ich die jetzt verbessere, dann hat die 143. Wenn ich die jetzt nochmal verbessere, mehr geht nicht. Die ist auf Stufe 2, hat 166 plus 11, geht 155. Also ist die Klinge
ein bisschen stärker. Und wenn wir jetzt ein bisschen modifizieren, können wir die Klinge an unser Schwert dran machen. Und wir haben 155 plus 25. Also im Endeffekt ist die Boosterglefe, die Klinge der Boosterglefe, besser an unserem Griff als jetzt. Na, jetzt hat die 155 Angriff plus 22, 144 plus 21. Warte mal, ist das... Nee. Ich die hier ranmachen. Ich glaube, ich mach's. Wir montieren. 155 plus 25, so. Ja. Das sinkt natürlich mit der Klinge und die ist auf Stufe 3. Das muss man sich mal reinziehen. So, jetzt haben wir die Boosterglefe. Griff der Boosterglefe. Der auf Technik skaliert. Könnte man theoretisch jetzt die Flammenklinge dran machen. Oder das Großschwert. Dann hier die stärkste Waffe. Die, ne? Die Klinge. Ich möchte das mal probieren. Und gucken, wie die sich spielen lässt. Oh, ist ja süß. Okay. Ist schon ganz cool eigentlich. I know my way around a weapon. Das ist halt die Frage, wie oft kämpfen wir gegen menschliche Gegner. Lege ich die Waffe mal. Wenn ich jetzt die nehme und... Im Grunde genommen ist... Dinge... ist der Griff am besten, ne? Oder der. Der ist der passende Griff ist am besten. Möchte ich auch einfach mal einmal ausprobieren. Das ist schon eine Waffe für Distanz. 198. Macht der schwere leichte Angriff. 122, nicht gedrückt. So, jetzt aufgeladen. 148, das ist schon. Ist schon nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen, so wie sie jetzt ist. Ich die jetzt... Dann bin ich etwas schwer, das habe ich mir schon gedacht. Ablegen. So. So. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? So diese große schwarze Klinge. Oh, hey. 302. 187 und jetzt geladen. Und dass das ein Doppelhieb ist, ne? Kommt die Klinge da erstmal raus? Hab ich das falsch gesehen? Nee, da so ein bisschen so aus, als wenn die Klinge da rausfährt. Na gut. Dann haben wir erstmal unsere Waffen, die wir mitnehmen wollen. Schade, dass ich da auch schwer mit bin. Ich will mal aufs Gucken. I know my way around a weapon. Wie viel brauche ich denn dafür? 4 Mondsteine brauche ich. Dafür. Ah, da brauche ich schon einen Sichelmondstein. Okay, da brauche ich auch 4.
Also die möchte ich auf jeden Fall noch auf Level 3 leveln und da müssen wir mal gucken. Wird auch cool. Elektrowaffe. Also funktioniert gerade ganz gut. Dann zurück. Muss man doch ganz schnell was gucken. Obwohl die dazugehört, ist die denn schwächer, ne? Deswegen denn? Ach, wegen Entschlossenheit. Wir sind auf. So doll auf Entschlossenheit? Ja, 12. Wir sind auf Entschlossenheit 12. Ich hätte vielleicht mal mehr Technik leveln sollen. Dann wäre das wieder anders, ne? Ja, Technik B. Gut, da können wir noch hinarbeiten. Da können wir noch hinarbeiten. Wir werden noch genug Ergo sammeln. Leveln. Decke ich denn ein bisschen was in Technik? Aber ich finde den Griff halt cool, weil der kann nochmal... Na komm, fall runter. Ja, die sind dann nicht so schnell kaputt mit der Klinge. Das ist die Elektrowaffe schon. Und eigentlich das Nonplusultra. So, Puppe der Zukunft ist weg. Hier hingekritzelt worden. Nini ist ein Idiot. Ich will genauso viel verdienen wie Nini. Wie Ninis Butlerpuppe. Ah, alright, Benini. Pull yourself together. You have a duty to this city. And to your own sterling reputation. Dann wieder so ein Feuerteufel. Gegen die Puppen, also gegen die ganz normalen. Verschickter Mondstein. Die Klinge schon ganz geil. Those stalkers just left me. That's rather disloyal. Quite insulting. Oh, easy now! No need to kill me! Surely we can discuss this like reasonable... people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet... and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but... Well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Okay. Mal Furcht gelernt. Aber Vinini, ich werde dir helfen. Wir sind ja nicht wie die Stalker. Wir besitzen noch ein Fünkchen Ehre. Thank you.
eine Technikkurbel. Ja, da können wir eigentlich auch den Griff mit modifizieren. Ich hier endlich was machen. Nein, 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 nein. Dachte, ich könnte da mal was drehen. Oh Mann. Da haben wir einmal alle herzlich gelacht. Wenigstens liegt mein Ergo hier. Danke. Au. Klingt ja jetzt nicht so gut. Wow. Zahn, pick mich doch damit nicht. Gibt's hier irgendwas? Überhitzt. Ah, diese Flammen, ne? Warum waren die denn noch aktiv? Gut, gut, gut. Die sind unberechenbar, die Schaufelheinis. Overheat, ich weiß. Überhitzt. Bin auch eher der Wintertyp und mag's kalt. Bloß nicht in die Suppe wieder fallen, ey. Oh, hallo. Na, was hast du vor? Ich wollte gerade sagen, du spuckst jetzt Feuer oder was? Was hat der denn? Oh. Steh auf. Steh auf. So, hast du nun davon. Was stimmt mit dir da hinten? Musst du dich einmischen, oder?
ist dein Problem? Ja, zuck mal. So. Bevor ich jetzt den Boss mache, muss ich noch einmal aufleveln. Ja. Sophia. Wie oft waren wir heute bei Sophia? Schon eine ganze Menge, glaube ich. Was ist in Ordnung? Da ist sie. Da wartet sie. Unsere gute Fee. Sophia? I'll use my power to help you. Danke. Ich möchte Technik. Oder? Jetzt, wo der Boss kommt, gehe ich doch auf Vitalität, oder? Ja, doch. Technik können wir uns später holen. Gut. Ah, stopp. Gucken. Doch probeln. I know my way around a weapon. Ich kann doch den Griff ändern. Oho, guck mal. Ich kann hier auf Entschlossenheit gehen. Hier könnte ich auch auf Entschlossenheit gehen. Hm? Könnte ich eine Entschlossenheitsgriff draus machen. Technik ist dafür auf C. Aber ich sehe nicht, dass ich irgendwie einen Malus habe. Wäre das ja orange hinterlegt. Würde die 21 plus. So, hier nur plus 1. Nur um einen mehr. Das lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht, ne? Fortschritt. Ich überlegen. Eine Entschlossenheit drauf. Die macht jetzt 25. Die macht 19. Mache ich da eine Entschlossenheit drauf, macht die 26. Und hier 21. Das lohnt nicht. Glaube ich zumindest. Seht ihr es anders, dann schreibt mir einfach. Kommentare vielleicht. Vielleicht mache ich das dann nochmal. Kann es ja noch ändern, weil es. So, halt für den Boss. Keiner hinterher. Nichts mehr versteckt. Hier könnte ich das Gespenst rufen. Tür öffnen. Möchte ich nochmal ganz schnell gucken, ob ich nicht doch den Elektroknüppel benutze. Ich probiere es erstmal mit der jetzigen Klinge. Aber ist er. Nie Automata lässt grüßen. Flamme des Königs Fuoko. Aua. Erstmal wieder seine Angriffe machen.
Junge. Was soll denn das? Das zum Ende hin war nicht gut, aber am Anfang war souverän. Ja, sogar. Uoko. Was? Ich hab was vergessen. Ich, komm, ich kann ja noch einen Quarz einsetzen. Zum doppelt ausweichen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal um. Bisschen von seinen Feuerangriffen. Ja, am Anfang, ne? Habt ihr gesehen? Am Anfang ist er dann noch so ein bisschen so auf Nahkampf. Sobald er dann in diese Phase kommt, in diese zweite, wo er dann anfängt mit Feuer rumzuspielen, da ist er dann ein bisschen auf Abstand, ne? Dann nur noch schießen. Erst Feuerattacken. Kann er sich sparen. Bin gleich wieder da, mein Freund. So. Ich möchte tatsächlich dann den Angriff verbessern. Zack, tödlicher Angriff. Verbessert. Phase 2 freigeschaltet. Ja, und was haben wir hier? Hier haben wir natürlich Pulszellen erhöhen um 1. Aufsteigendes Ausweichen oder aufsteigender Aufsteiger ausweichen, so. Blockregeneration beibehalten. Oh, das ist natürlich auch cool. Und ein Amulett-Slot mehr. Stimmt, da haben wir auch noch welche bekommen. Neue. Lass mich da ganz schnell mal schauen. Falsch. Hier hin. So, was haben wir denn eigentlich? Gewicht. Erhöht mal MP. LP meine ich. Punkte. Schaden an Puppen. Hier reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. Okay. So, das brauche ich nicht. Haben wir hier noch was bekommen, ne? Genau. Sollte ich das anziehen? Weil das... Quatsch, warte. Weil das Feuerschaden höher ist. Sonst habe ich nichts Neues, ne? Ja, nicht, dass ich wüsste. Nö, alles schicki. Den Arm... Ne, kann ich eigentlich nicht wechseln. Muss ich an die Maschine vergehen. Wir haben ja nur den Puppenschnur. Ich glaube, ist die Puppenschnur bei dem nicht brauche. Elektro wäre vielleicht ganz geil. Aber mit Feuer brauche ich ihn, glaube ich, nicht. Komm, ein Element. Das wird ihn nicht interessieren. Dann wird er sagen, nö. Boah, das wäre fies, wenn das ihn heilen würde. Oh, boah, das wäre wirklich fies. Aber ich kann schnell mal gucken, dass ich mir was in die Tasche stecke, um ihn abzuwerfen. Ja, hier, guck mal, Elektro. Und dann vielleicht Sägedingens und Messer. Die sollen nämlich total geil sein, die Wurfsachen. Habe ich mir sagen lassen. Ist nicht zu unterschätzen, das Ganze. So, Fuuko. Runde 2. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Thank you.
shit, oh shit. Bloß nicht vom Öl treffen lassen. Spät gesehen, dass ich gar nicht so viel Lebensenergie hatte. Uhuts. Oder? Müll. Ach, Freunde, wisst ihr was? Macht wirklich viel Spaß. Ah, komm, einmal machen wir es noch. Einmal will ich es noch versuchen. Wenn ich das dann nicht packe, dann beende ich den Stream für heute. Weil, wenn ich aus dem Kino bin, ist ja eigentlich schon morgen. Obwohl, für mich ist ja mehr erst morgen, wenn ich einmal geschlafen habe. 120 Minuten, glaube ich, geht der Film, ne? Mal gucken. So. Lost Ergo Recovered. Ah, ich habe keine Wurfsachen mehr. Ah, wo schmeißt du denn hin? Jetzt kriege ich hier die Combo ab oder was? Greedy. Ah, das ist nicht meine Runde gerade. Ne, das ist nicht meine Runde, die geht an Fuku. Immer wenn ich hier aufgeladen schlage, ne, nach vorne. Hier dürfte mir nichts passieren. Ja? Danke für die Kombo. Ich möchte die Sprache von denen gerne mal verstehen. Nee, das war nicht meine Runde. Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen unkonzentriert.